Oh, das brauche ich, glaube ich. Ja, nehmen wir mal mit. Ich weiß doch schon wofür. Wo diese Ritter waren. 100 Pro. Alles setzt sich jetzt so langsam zusammen, nur das dauert so. Ich will hier endlich rauskommen. Ich will nicht überrascht werden, so plötzlich. Ein offenes Tagebuch. Die Seiten sind leer. Da ist was. Nur das Tagebuch, wirklich? Aha. Botanik, Verwendung medizinischer Kräuter. Es ist allgemein bekannt, dass vielen Pflanzen Heilkräfte zugeschrieben werden. Seit Urdenken Menschen, bla bla bla. Ich weiß, ich kann die kombinieren. Blau neutralisiert Giftstoffe. Das Rote hat allein keine Wirkung. Es verstärkt einfach deren Wirkung. Okay. Kennen wir ja. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Toll. Wo gehen wir jetzt hin? Wo gehen wir jetzt hin? Das Problem ist, ich habe viel zu viele Items dabei. Viel zu viele. Gerade das Symbol. Wir gehen einfach raus. Dann kann ich mein Gewehr, glaube ich, schon mal wegstecken. Dann werde ich es erstmal nicht gebrauchen. Ah, jetzt ist es wirklich kaputt. Ich habe es endlich geschafft. Ich dachte, ich kann das Spiel verarschen, aber das Spiel hat mich verarscht. Eindeutig. Ja, ich habe hier keinen Platz. Fuck it. Ach, hier komme ich gar nicht durch. Wir sind gefangen. Game over. Die ist auch verschlossen. Da ist ein Helmsymbol, da ist ein Rüstungssymbol. Dann müssen wir wohl hier durchgehen. Ansonsten fällt mir eigentlich gar kein Weg mehr ein. Scheiße. So, hier war noch ein Weg. Ich bin gar nicht hier runtergegangen. Sieht schon sehr düster aus. Auch ein Rüstungssymbol. Ich habe hier so ein Rüstungssymbol dabei, aber das ist natürlich nicht in einer Form von einem Schlüssel. Ja, das weiß ich bereits. Nee. Und wieder eine Tür, die verschlossen ist. Rüstungssymbol. Genau die Tür, die wir wahrscheinlich brauchen, um hier rauszukommen. Barry. Jill, got any good news? Other than I'm still alive in this madhouse? No. Can't say it's much safer here either. We'd better secure our escape route first. There's gotta be a back door somewhere. All right then, let's split up again. See you later. Ciao. Ciao. Absolut unnötige Cutscene. Jetzt muss ich den ganzen verfluchten Weg nochmal rumlaufen. Eklig. Von der anderen Seite verschlossen. Oh, Köter. Boah, ich kill dich jetzt. Ich hab die Schnauze voll mit dir, ey. Blödes Mistviech, ey. Durchverschwenden lassen. Boah, steht nochmal auf. Mein Gott. Das war unnötig. Den krieg ich noch nicht mal wieder. Oh, shit.
Wenigstens ist das Vieh jetzt platt. Wahrscheinlich kann ich diesen Treibstoff gebrauchen, um die Strommaschine oder sowas einzuschalten. Keine Ahnung. Echt keine Ahnung. So, ich wollte raus. Wir gehen raus. So. Guck mal her, ihr Köter. Boah, du Mistvieh! Der kann mir nichts antun. Aber den habe ich schön gekillt. Boah, was soll ich denn noch alles aufheben? Meine Güte. Ich renne ja nur noch hin und her. Ich habe absolut keinen Platz mehr. Ich kann eine Bombe mit dem ganzen Zeug bauen. Das sind Dünger, das ist Kerosin. Gut, jetzt habe ich das gesehen. Ich glaube, ich sollte nochmal zurückgehen, da wo diese komischen Ritter waren. Jetzt habe ich dieses Brett, das könnte ich da anstelle des Buches einlegen. Das machen wir mal. Oh! Dummes Köterviech. Ich wusste, ich hätte dich draußen erledigen sollen. Oh, Gott sei Dank habe ich das Gewehr. Komm. Genau in die Hundefresse, du Mistviech. Schön. Ast rein. Super. Draußen haben wir die ganzen Kräuter, Benzin, Dünger, viel Zeug. Da komme ich nicht rein. Wenn ich vielleicht dieses Buch nehme, kann ich vielleicht davon den Schlüssel nehmen. Und wenn ich diese Schlüssel habe, habe ich wahrscheinlich irgendwas mit dem Helmsymbol oder irgendwie so einen Scheiß. Gehen wir mal in die große Tür, ich weiß nicht mehr ganz genau, wo das war. Das könnte es gewesen sein. Nee, leider nicht. Nee. Ich weiß nicht mehr genau, wo der Raum war. Wo der könnte hier gewesen sein. Könnte überall gewesen sein. Ich glaube, hier komme ich zu den Krähen. Ja. Die ewige Suche nach der Tür. Aber ich denke, das wird klappen mit dem Buch. Oder vielleicht das andere Symbol da rein oder so. Keine Ahnung. Ja, wunderbar. Wir können es ja immer wieder einsetzen, wenn mal schief gehen sollte. Ach, da liegt ein Schlüssel drin und kein Buch. Shit. Kann ich denn hier weitergehen? Helmsymbol, ja. Das wird garantiert mein Helmschlüssel sein. Ich kann ja versuchen, den anderen Schlüssel da abzulegen. Oh, ich kann nicht mehr tragen. War Flucht. Soll ich den ganzen schönen Weg wieder zurücklaufen? Oh, das ist ganz schön nervig mit dem Tragen.
Das ist wirklich extrem nervig. Jetzt darf ich den ganzen Scheißweg nochmal dahin laufen. Ah, und die Tür ist da kaputt. Boah, ohne Mist, die gehen mir auf den Sack. Was passiert, wenn ich die abknall? Willst du herausfinden? Ach, die greifen mir an! Kleine Mistviecher! Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Hätte ja was geben können! Kann ich keine Abkürzung dahin nehmen? Keller oder so? Ich glaube nicht, ne, ne. Das habe ich, glaube ich, auch noch nicht gelöst. Wenn die beiden erstochen da liegen, ist der Weg frei. Mir ist der Köter nicht mehr hier. Meine Fresse. Oh, jetzt weiß ich aber wenigstens, wo der Raum ist. Da liegt ein Schlüssel drin, kein Buch. Ich muss eine gewaltige Menge an Items ablegen, damit ich hier überhaupt mal durchkomme. Man braucht ehrlich gesagt gar nicht so viel. Und wenn man irgendwas braucht, dann hat man es meistens nie dabei. Ganz durch. So, und hier rein. Warum können wir die Scheißtür nicht einfach eintreten? Ich komme nämlich gar nicht mehr zurück. Oh, das ist so dumm. Es ärgert mich so sehr. Oh, boom, einfach nur. Scheiß auf den Schuss, ehrlich. Arschloch. Jetzt darf ich wieder den ganzen Scheißweg rumlaufen. So, ich lege jetzt den ganzen Mist ab, den ich hier habe. Speicherzeug brauche ich. Das Gewehr brauche ich gar nicht. Upsa. Rein damit, rein damit. Könnte ich gebrauchen? Ich weiß es nicht. Gut, lassen wir die beiden Sachen. Speichern. Werde ich wahrscheinlich bereuen, aber ist mir egal. Zum Glück lebt der nicht mehr. Creepy. Wow. Das heißt, ich tausche quasi den einen Schlüssel mit dem anderen Schlüssel. Was anderes fällt mir jetzt spontan nicht ein. Der Zombie ist hier, shit. Eine Tür nach der anderen. So, probieren wir es aus. War ja nur 5 Minuten Umweg oder so.